Einreichung der Landesliste. Haben die Beschwerde eines Bewerbers und einen Listenplatz bei der Aufstellungsversammlung. Dieser Bewerber sah sich gegenüber den anderen Bewerbern bei der persönlichen und programmatischen Vorstellung in der Aufstellungsversammlung ungleich behandelt, denn einigen Bewerbern sei im Vorfeld bekannt gewesen, dass eine PC- und Beamer-gestützte Vorstellung möglich sei, während andere, darunter der Beschwerdeführer, von dieser Option keine Kenntnis gehabt hätten. Der Landesvorstand der Partei hat hierzu mit E-Mail vom 16. August 2016 Stellung genommen und darauf hingewiesen, dass es im Kontext der Aufstellungsversammlung zu keinen Ungleichbehandlungen der Bewerber hinsichtlich der medientechnischen Vorinformationen gekommen sei. Solche technischen Fragen seien zu keinem Drehzeitpunkt ein Thema gewesen im Vorfeld der Versammlung. Welche technische Ausstattung man in den Räumen vorfinden würde, sei bis zuletzt unklar gewesen. Und dies könne aufgrund von Leitung der Versammlung an der Stadt versichert werden. Mit einer weiteren E-Mail, ebenfalls noch vom August 2016, führte der Beschwerdeführer aus, dass es sicher sei, dass bei der Reservierung der Örtlichkeit die Ausstattung besprochen wurde, Indiz dafür sei, dass keine eigene Lautsprecheranlage mitgenommen wurde, was bisher immer der Fall gewesen war. Mit Schreiben vom 14. Oktober 2016 teilte der Rechtsanwalt des Bundesverbandes der Partei mit, dass sich diese Lautsprecheranlage gar nicht mehr im Besitz der Partei befinde, ansonsten wäre es bei der Aufstellungsversammlung wohl zum Einsatz gekommen. Ein Bewerber habe auf Glück eine digitale Vorlage vorbereitet, in der Hoffnung, sie zeigen zu können. Ein weiterer Bewerber habe Printplakate vorbereitet. Da diese nicht rechtzeitig eingetroffen seien, seien sie Plakatmotive spontan von seinem Smartphone auf den Beamer überspielt worden. Zudem habe der Beschwerdeführer nach jedem Abstimmungsschritt die Gelegenheit gehabt, Einwendungen vorzubringen, das sei nicht erfolgt. Soweit der Sachverhalt, wie er uns überleitet vorliegt. Hier ist es so, die Vorprüfung durch den Landeswahlleiter geht von dem Rechtssatz aus, dass dem Bewerber einer Landesliste Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm in der Aufstellungsversammlung in angemessener Zeit vorzustellen. So ist es geregelt in 27 Absatz 5 Bundeswahlgesetz in Verbindung mit 21 Absatz 3 Satz 3 Bundeswahlgesetz. Aus dem Grundsatz gereicherter Wahl nach 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz ergibt sich, dass alle Wahlkandidaten die gleichen Möglichkeiten eingeräumt werden müssen, die politischen Programme in der Aufstellungsversammlung darzulegen. Die Ausführungen des vom Bundesverband beauftragten Rechtsanwaltes der Partei sind geeignet, etwaige Zweifel an der Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auszuräumen. Deswegen kommen wir zu dem Ergebnis, dass dem Landesvorstand offensichtlich nicht bekannt war, welche Präsentationsmöglichkeiten sich in einem Veranstaltungsraum befanden und zudem der Beschwerdeführer die von ihm gerügte Ungleichbehandlung in der Aufstellungsversammlung bereits ergeben. Wir kommen deswegen zu dem Ergebnis, dass wir in dem von der Beschwerde vorgetragenen Sachverhalt keinen Mangel sehen. Die Landesliste, die Empfehlung des Landeswahlleiters, lautet auf Zulassung der Landesliste. Dazu hat aber nun auch die Vertrauensperson dieser Landesliste Gelegenheit zur Äußerung. Die soll nicht wahrgenommen werden.
der Beschwerde über die Förderschläge. Ich bin lauter. Thank you.